Schon so hungrig, dass du gleich neben Verdanner absitzen bleibst? Guten Morgen, heute ist Samstag, der 28.11.2015 und ich bin immer noch krank. Und es ist so, wer mag schon krank sein, ne? Aber ich hasse krank sein, ich hasse es so. Und das Schlimmste ist, momentan eigentlich, also Kopf- und Gliederschmerzen immer noch. Und das Schlimmste ist wirklich so husten, so runterbeugen, also richtig runterbeugen zum Hund zum Beispiel oder so. Oder so bücken und dann wieder hochkommen. Oh, das tut hier hinten so, hier so. Oh, das ist doch so eklig. Und das geht alles durch die Knochen durch. An- und ausziehen ist eklig, weil die Sachen über die Haut reiben. Das geht so durch Mark und Bein. Dann duschen, das fühlt sich auch richtig an, weil das ganze Wasser so auf der Haut tropft und oh. Aber das Allerschlimmste ist, habe ich gestern Abend erst bemerkt, das Allerschlimmste ist Abtrocknen danach. Alter, am liebsten möchtest du rausgehen und nur an der Luft trocknen, aber das ist zu kalt. Jetzt gebe ich dem Hund erstmal zu fressen, bevor sie mich hier auffrisst. So, der Hund frisst und ist beruhigt. Wie ich letztens schon verraten habe, bin ich ein Freund der langen Unterhose. Und ich war letztens im Netto einkaufen. Entschuldigung. Und da gab es Thermounterwäsche. Irgendwie so im Angebot. Hier halt so ein Oberteil und eine lange Unterhose. Irgendwie noch an den Gelenken verstärkt. Das Größte, was es gab, war XL. Und selbst die sieht irgendwie noch sehr mickrig aus. Oh, die ist sehr dehnfähig. Doch, die ist gut. Ach, lange Unterhosen ist immer eine Empfehlung. Bei kaltem Wetter und rausgehen und so. Und gerade mit dem Hund Gassi gehen. Und das ist gut. Und ich mag die auch so zu Hause tragen. Das ist so wie Jogginghosen zu Hause. Nur, die liegen halt eng an und sind irgendwie bequemer als Jogginghosen. Ich bin ein Freund der Leggings. So, aber das Beste, Leute, habe ich mir noch gar nicht erzählt. Ich habe heute Morgen frei bekommen. Ich bin ja gestern trotzdem zur Arbeit gegangen. Weil ich meine Kollegen auf dem Freitag nicht alleine lassen wollte. Ich wusste ja, was letzte Woche Freitag los war. Eben jetzt bin ich zur Arbeit gegangen und mein Rumjammern. Nein, ich habe nicht rumgejammert, aber mir ging es echt dreckig. Nein, jedenfalls hat mein Chef mir gestern Abend noch per WhatsApp geschrieben, dass ich heute Morgen zu Hause bleiben kann und mich auskurieren soll. Dann bin ich, weiß ich noch nicht, nächste Woche sollte ich Montag, Dienstag, Mittwoch frei bekommen. Kann sein, dass ich da jetzt was ändern muss. Muss ich mal sehen, ob ich Montag, Dienstag, Mittwoch trotzdem frei habe oder ob er da was geändert hat dafür. Und naja, aber heute und morgen frei ist echt schon mal. Das hilft mir ungemein. Ich habe mir gestern Mittag, bevor ich zur Arbeit bin, habe ich mir nochmal mein Frühstück angeguckt. Das waren die Einzelheiten, die ich euch sparen wollte gestern. Ah ja. Und Essen war auch so. Ich mochte gar nichts abschmecken auf der Arbeit. Ich schmecke sowieso nicht so viel. Wenn der Geruch fehlt, also Nase zu ist, dann schmeckt man auch nicht so viel und sowieso fühlt sich alles ganz eklig an dem Mund. Aber es ist echt schon mal geil, dass ich mich heute und morgen hier auf die Faulhaut legen kann und hoffentlich gesund werde. Jetzt muss ich erstmal das Video von gestern schneiden. Ja, habe ich gestern noch nicht mal angefangen. Jens war ja noch überraschend da. Er hat irgendwie geschrieben, ob er mich von der Arbeit abholen soll und er ist eh auf der Insel, kommt er noch vorbei. Und naja, so war das Ding. Habe ich mir natürlich nicht rangesetzt und das Video geschnitten, dann mache ich es heute. Ja, was heute und morgen dann im Video kommt, müssen wir mal sehen. Ich denke, ihr könnt verstehen, dass ich nicht so viel Halligalli draußen machen werde. Der Hund muss sowieso raus, aber also irgendwelche Special-Extra-Touren werden wir nicht machen. Ich habe das mal analysiert. Das sind nicht die Nieren, die mir wehtun. Das sind so die Gelenke, die am meisten beansprucht werden. Also Kopf- und Gliederschmerzen halt, ne? Und zwar Knie, die Hüfte und der Nacken tut mir weh. Weil die bewegen sich ja ständig. Ach ja. Ansonsten
werde ich jetzt gleich das Video von gestern veröffentlichen. Das ist fast fertig. Und dann hier noch ein klein bisschen klar Schiff machen. Staubsaugen ist ganz wichtig. Und ansonsten werde ich heute mit dem Laptop oder iPad oder so nur auf der Couch rumliegen. An den Rechner, an den Schreibtisch setzen. Da habe ich keinen Bock heute. Liegen ist echt angenehmer. Ich habe vorher fast vergessen, das Video zu beenden heute. Ich habe aber auch nichts mehr gemacht heute, nachdem ich mit dem Hund draußen war, also die große Runde. Habe ich die Wäsche gewaschen und noch gesaugt hier, aber die Wäsche zu verräumen habe ich schon nicht mehr geschafft und irgendwie nur den ganzen Tag im Bett oder auf der Couch rumvegetiert. Ich hoffe, es wird langsam jetzt besser passieren. Also, gefühlt noch nicht, aber schauen wir mal. 37,6 hatte ich heute. Das ist immer noch kein Fieber. Aber ab 37,5 ist es erhöhte Temperatur, habe ich gelernt. Naja. Ich bin ganz froh, dass ich frei bekommen habe heute und morgen. Habe ich erzählt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Ja, mein Chef hatte Mitleid mit mir und hat mir freigegeben. Zum Ausgrillen und das ist auch echt gut so. Ich hätte heute einen Arbeitstag nicht überstanden. Ja, jetzt mache ich mir gerade noch einen Tee, weil sich mein Hals echt eklig anfühlt und dann ist Schluss für heute. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. So, jetzt sind wir auf, glaube ich. Jetzt sind wir auf. Ja, klar. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen könnte. Ich kann ja sagen, dass du uns so gut bist.